Fünf wichtige Änderungen für Rentner im Juli 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie kennen es schon von den Videos, die wir in der Vergangenheit gedreht haben. Es ist gute Tradition, dass wir vorausschauend für den nächsten Monat Juli schon mal für Sie ein paar wichtige Änderungen in Sachen Rente hier aufbereitet haben und dass Sie sich einen Überblick verschaffen können, was im Juli 2024 für Sie als Rentner mit dabei sein kann, was für Sie als Rentner was Neues oder etwas Neues geben kann. Und ich will gar nicht großartig weiter rumreden, sondern starte einfach schon mal mit der ersten und für Sie wahrscheinlich wichtigsten Änderung, die tatsächlich im Juli 2024 für Sie greifen wird. Schauen wir uns das Ganze mal hier an, meine Damen und Herren. Die wichtigste Änderung ist, ich kann es nur immer wieder sagen, die Rentenerhöhung zum 1.7.2024 startet. Das ist sozusagen die erste und wichtigste Änderung. Rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten ab Juli 2024 eine höhere Rente. Die Rente erhöht sich um 4,57%, das ist bekannt. Der Rentenwert wird dann ab 1.7.2024 39,32 € für einen persönlichen Entgeltpunkt betragen. Der Bundesrat, das ist vielleicht für Sie ganz neu, hat am 14.06.2024 der Rentenwertbestimmungsverordnung der Bundesregierung zugestimmt. Ich habe dazu auch schon ein entsprechendes Video gedreht. Einfach mal reinschauen. Ja, meine Damen und Herren, die zweite wichtige Änderung betrifft auch wieder gesetzliche Rentner. Rund 3 Millionen EM-Bestandsrentner können sich auf einen Rentenzuschlag bis 7,5% freuen. Wir haben dazu auf rentenbescheid24.de sehr viele Beiträge geschrieben. Wir haben dazu ganz viele Videos gedreht. Ich kann nur so viel sagen, es ist der Personenkreis, der in der Zeit vom 01.01.2001 bis zum 31.12.2018 erstmalig eine EM-Rente bekommen hat oder eine Hinterbliebenenrente oder sich aus dieser EM-Rente zum Beispiel nahtlos eine Altersrente ableitet und diese genannten Renten auch tatsächlich am 30.06.2024, das ist der entscheidende Stichtag, immer noch als Renten gezahlt werden. Diese Betroffenen, diese Begünstigten, besser gesagt, können sich auf einen extra Rentenzuschlag bis 7,5% freuen. Anspruchsvoraussetzungen müssen natürlich erfüllt werden oder erfüllt sein, das ist ganz klar. Die Rechtslage ist nicht einfach. Das EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz vom 28. Juni 2022 und die entsprechenden Paragraphen hierzu finden Sie im Internet. Ja, dann gehen wir auf die dritte und auch für Sie wichtige Änderung, ist ganz klar. Wie sieht es mit dem Zahltag der gesetzlichen Rente im Juli 2024 aus? Da denke ich mal, ist es gar nicht so kompliziert. Für die laufenden Juli-Renten, die als nachschüssige Zahlung gezahlt werden, das heißt also die Rentnerinnen und Rentner, deren Rente nach dem 1.4. oder ab dem 1.4.2004 begonnen haben, die bekommen ihre Rente, ihre Monatsrente Juli am 31.07.2024 ausgezahlt. Der 31.07.2024 ist ein normaler Bankarbeitstag, kein gesetzlicher Feiertag nach meiner Kenntnis. Und deshalb betrifft das auch die Hauptmasse der rund 25 Millionen gezahlten Renten. Dann haben wir aber noch eine Sondergruppe, das sind die Leute, deren Renten vorschüssig gezahlt werden und die Juli-Rente wird dann am 28. Juni 2024 als Vorschussrente für den Monat Juli 2024 gezahlt. Das sind nicht mehr ganz so viele Leute, ja, deren Renten haben nämlich vor dem 01.04.2004 begonnen. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Zahltermin, nämlich für den Extra-Rentenzuschlag, meine Damen und Herren. Das ist jetzt ganz neu. Das sollten sich die rund 3 Millionen Betroffenen oder Begünstigten doch einfach merken, dass sie den Extra-Rentenzuschlag bis 7,5%, wenn sie mit dabei sind, wenn sie mit begünstigt sind, dann in der Zeit vom 10. Juli 2024 bis zum 20. Juli 2024 gesondert zu ihrer laufenden Rente gezahlt bekommen. Auf ihrem Kontoauszug steht dann
drauf, Stichwort Rentenzuschlag. Wenn das bei Ihnen mit drauf ist, dann sehen Sie, aha, ich bin mit dabei. Es wird natürlich auch noch ein gesonderter Rentenbescheid dazu erlassen werden, meine Damen und Herren. Dann gehen wir auf die vierte und auch für mich wichtige Änderung. Das ist die Frage, welche Altersrente kann der Geburtsjahrgang oder können Geburtsjahrgänge ab Juli 2024 erstmals in Anspruch nehmen? Und da starten wir wie immer mit der Regelaltersrente. Und da ist der Geburtsjahrgang vom 2.6.1958 bis zum 1.7.1958 mit dabei. Und zwar mit Vollendung des 66. Lebensjahres. Diese Altersrente, ich sage immer die Mutter aller Altersrenten, die hat keinen Abschlag, die kann keinen Abschlag haben und wir brauchen hierfür nur 5 Jahre allgemeine Wartezeit. Das sind 5 Jahre, wo Sie Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben oder für Sie eingezahlt wurden, zum Beispiel Kindererziehungszeiten. Dann kommen wir zur nächsten Altersrente, das ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Die können Sie auch unter dem Stichwort Altersrente wirklich mit 63. Und dort können die Geburtsjahrgänge vom 2.6.1961 bis 1.7.1961 erstmals am 1. Juli 2024 diese Altersrente in Anspruch nehmen. Mit Vollendung wirklich des 63. Lebensjahres und dann natürlich in diesem Moment auch für diesen Beginn dann mit 12,6% Abschlag. Sie benötigen 35 Jahre Wartezeit. Ohne diese Wartezeit können Sie diese Altersrente nicht beanspruchen. Dann die nächste Altersrente, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die können die Geburtsjahrgänge vom 2.10.1962 bis 1.11.1962 erstmals zum 1.7.2024 in Anspruch nehmen. Natürlich brauchen Sie da auch wieder einen Antrag, ist auch klar. Und zwar mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 8 Kalendermonaten. Sie haben dann bei diesem erstmaligen Beginn 10,8%. Das ist sozusagen für diese Altersrentenart dann der höchste Abschlag, der für Sie in Betracht kommen kann. Vergessen Sie bitte nicht, die Geburtsjahrgänge ab 1964 können nur noch mit Vollendung des 62. Lebensjahres erstmals in diese Altersrente gehen oder diese Altersrente beanspruchen. Was brauchen Sie noch? 35 Jahre Wartezeit und zwingend am Tag des Rentenbeginns müssen Sie den Grad der Behinderung 50 nachweisen. Dann meine Lieblingsaltersrentenart, das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, im Volksmund auch genannt Altersrente für 63, missverständlich auch gebraucht durch die Politik. Da können die Geburtsjahrgänge vom 2.2.1960 bis 1.3.1960 erstmals zum 1.7.2024 in Rente gehen. Und zwar mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate. Sie merken schon, dieser Geburtsjahrgang kann ja nur mit 64 und 4 Kalendermonaten in Rente gehen und nicht mehr mit 63. Für diese Altersrente kann es keinen Abschlag geben. Den gibt es grundsätzlich bei dieser Altersrente gar nicht. Und Sie benötigen 45 Jahre Wartezeit. Entschuldigung für den kleinen Versprecher. Ja, meine Damen und Herren, last but not least, die fünfte und auch sehr wichtige Änderung. Wir haben ab dem 1. Juli 2024 für viele Arbeitnehmerinnen, für viele Rentnerinnen und Rentner, die ein Pfändungsproblem haben oder die beim Insolvenzverwalter gelistet sind, eine neue Pfändungsfreigrenze. Und zwar beträgt die alte Pfändungsfreigrenze bis 30.06.2024 1.402,28 Euro. Nettoeinkommen. Die neue Pfändungsfreigrenze beträgt ab 1.7.2024, das finde ich als eine wichtige Zahl, fast 1.500 Euro, aber genau sind es 1.491,75 Euro. Pfändbar ist nur Nettoeinkommen über 1.491,75 Euro nach den entsprechenden Pfändungsvorschriften der Zivilprozessordnung. Und davon umfasst sind natürlich auch gesetzliche Renten, die wie Arbeitseinkommen pfändbar nach den gesetzlichen Regelungen sind. Ja, meine Damen und Herren, das soll es mal gewesen sein von den Änderungen für Rentnerinnen und Rentner im Monat Juli 2024. Ich kann nur noch mal wieder sagen und ich gratuliere Ihnen allen recht herzlich, dass Sie wirklich auch da so lange ausgeharrt haben. Am 1.7.2024 werden Sie
ihre höhere Rente bekommen. Die Deutsche Rentenversicherung und der Postrentenservice der Deutschen Bundespost, die drucken wie die Wilden schon die neuen Rentenbescheide. Die flattern dann so jetzt ganz langsam bei Ihnen ein. Also die ganze Maßnahme hat jetzt schon gestartet. Wir haben in der Rentenkanzlei von rentenbescheid24.de schon die ersten entsprechenden Anpassungsbescheide gesehen. Ich werde dann dazu auch nochmal ein entsprechendes Video drehen. Aber meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein von den wichtigen Änderungen. Sie können sich auf Ihre Rentenerhöhung 2024 freuen. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.